Stress. Wird langsam Zeit, jetzt Adolf Gartner zu vernichten. Hiernach wirst du nie wieder Runden mastern oder mischen. Früher war es Beatbox bei den Jams oder VBT. Heute wirst du Wackes auf versterben hier im JBB. Dass du weiter bist, war nicht unser Wille, ehrlich. Wollt ihr, dass ich immer wieder seine Mutter ficke, jährlich? Setz dich in das Interview und willst damit den Schwamm treffen. Doch du würdest eigentlich so gerne meinen Chuck stecken. Du bist vogelfrei, weil du den Ehrenkodex brichst. Du bist nicht interessant fürs JBB ohne mich. Ich bin angeblich involviert und Julian ist mein Partner. Schäm dich, Julians Blog war sowas wie dein Vater. Du hast dank ihm ein Hype, du wirst gehört und auch geklickt. Ein paar Scherz dadurch vertickt, plötzlich höre ich, dass du snitch. Du hast vergessen, wo du herkommst, der Shit hat dich gepusht, Mann. Aber kein Problem, ich ficke deine Mutter, Adolf. Ich erzähl's dir nochmal, warte kurz. Ich fang an nach der Trennung deiner Nabelschnur. Du warst eine Arschgeburt. Für dich ist das JBB sowas wie eine Chance gewesen. Es hätte vielleicht geklappt, hätte es nicht Sponge gegeben. Mit deiner Glatze und der peinlichen Cappy dachtest du im Ernst, du bist der österreichische Nelly. Überheblicher Adolf wollte unbedingt paar Bars kicken, plünderte sein Hartz IV und gründete dann gar nichts. Du hast teilgenommen, aber du hast nicht mal einen Scheiß gewonnen. Die Hau hat dich reinbekommen, die mastert man den ganzen Song. Der Typ war dein Mentor, als Dank dafür verstellst du bei seinen Hooks den Kompressor. Dann lässt du ihn im Stich, du heuchelnder Holzkopf. Jeder wusste Nummer 1 in Sachen Deutschrap war SpongeBob. Du Bastard, unterschreibst den Wisch. Doch anstatt dich mal zu freuen, ging's dir damals schon nur drum, dass du das Preisgeld kriegst. Du hattest ein paar echte Gegner, doch lieber schriebst du dumme Schwuchtel deine depressiven Lieder, die du auch noch übertrieben peinlich und schwul betonst. Gio ist ein Hurensohn, könnt ihr Steiger fragen. Julian nahm dich mit ins Battle-Turnier und machte allen klar, dass dein Rap existiert. Vorher war es anders, niemand in der Szene kannte dich, aber Papa Julians Blog regelt das mit Klicks. Und heute hast du die Dreistigkeit zu lästern, doch er warf deine Gegner aus dem Battle raus, weil sie viel zu schlecht waren. Cocaine für dein Vater, Champagne für den Casa, jetzt hat er was er wollte, der famegeile Gartner. Jetzt kannst du deinen nicht vorhandenen Job schmeißen und du wolltest unbedingt Adolf Blog heißen. Du legtest dich in Sachen Julian jetzt ins Zeug und du dachtest, er wär tatsächlich dein Freund? Vollidiot. Du versuchst es Julian beizubringen, scheiß auf SpongeBob, lass mich im King-Finale gewinnen. Aber er hat dich nur angespuckt in deine Drecksvisage. Weißt du, wie man so etwas nennt? Adolf, Fanverarsche. Yeah, Adolf, das war dein Leben, dein ganzes Leben. Weißt du noch damals? Beatbox-Jams, VBT, JBB, wie sie alle hießen auf deinem Weg ins King-Finale, du alte Snitch. Ja, Mann. Und ich hab so viel gar nicht erwähnt, Alter. Was ist mit den ganzen Anwaltsbriefen, die ich damals bekommen habe, obwohl ich deinen Arsch gerettet habe? Damit macht man sich nicht cool, Alter. Kasa hat das auch gesagt. Aber weißt du was? Kasa nehme ich gar nicht ernst. Das ist genauso ein Bastard wie du. Verstehst du, was ich meine? Nur eure Väter sind unterschiedlich. Im Herzen seid ihr genau derselbe Hurensohn. Aber scheiß drauf, Mann. Das war die Geschichte. Und jetzt kommt das Finale, Dicker. Yeah, Adolf. Weil es das King-Finale ist, wird heute ein Todestag. Ich exekutiere Adolf Gartner für den Hochverrat. Brauchst nicht immer, das hier ist die Wahrheit zu sagen. Denn du Hochstapler kannst selber nicht die Wahrheit ertragen. Erinner dich zurück, Splash 2008. Er hat auf dem Scheißhaus gekackt und nicht abgespült. Das ist nicht irgend so ein Reim, den ich hab. Er hat wirklich auf dem Scheißhaus gekackt und nicht abgespült. Du bist so intrigant, ich werd dich stechen lassen. So wie meinen Text von meiner Runde auf meinem Riesenschwanz. Ich hab so viel Fragen an meinen Drecksgegner. Wenn du mein Schwanz wärst, wär ich dann ein Rechtsträger. Alle Gartner sind gleich, ob Adolf oder Kasa. Nach diesem Track rennst du wieder zum Anwalt, du Versager. Ne Info am Rande, nur dass ihr Bescheid wisst, dass jeder, der den Bastard Daumen hoch gibt, mein Feind ist. Ich hab jetzt alles mal Revue passieren lassen. Im Endeffekt bleibt mir nur übrig, dich zu schlachten. Es ist nicht rückgängig zu machen. Arschloch, rest in peace, Hitlersohn Adolf. Ich mach das hier nicht mal für mich, bei mir läuft du Spast. Ich mach das nur, damit du's hier noch nicht mehr leugnen kannst. Für jeden, der dich jemals unterstützt hatte, damit du heute wahrgenommen wirst, du Mistratte. Für Julians Blog, ohne den du keine Fans hättest. Für Diho, er schrieb deine Zweckreime in Rap-Battles. Für Cassius Clay, er hat sich von dir mischen lassen. Für Kasa, er hat dich gewinnen lassen. Für Divas und Laska, deine wacken Gegner. Yo, du bist und bleibst nur ein Verräter. Für deinen Sohn, dem ich später mal erzählen kann. Sein Vater war ein Hurensohn.